Was kommt jetzt? Na, Descent 2. Das Add-on Vertigo. Wir sind, ja, wo sind wir denn? Wir sind 10.6. Also schon etwas fortgeschritten im Level offensichtlich. Und ich habe noch keinen Schlüssel, merke ich gerade. Ich hatte damit gerechnet, dass ich am Anfang eines Levels starte, aber okay. Ich weiß aber noch, dass es hier ein Secret-Level geben wird, das ich unbedingt nicht vergessen möchte. Finding Blue Key. Er ist jetzt geradeaus weitergeflogen, glaube ich. Dann folge ich ihm mal unauffällig. Sekunde, ich muss das... Ah, ich erinnere mich auch wieder. Sobald ich auf Aufnahme drücke, fällt mir ein, was ich eigentlich vor der Aufnahme machen wollte, nämlich diverse Programme schließen, die mich gleich eventuell noch behindern werden. Aber wenn ich mal zwischendurch auf dem Desktop lande, was soll's? Ist ja nicht so tragisch. Das ist schon tragischer, aber gut, der kommt nicht von außerhalb der Gitterstäbe. Das heißt, damit wird man schon irgendwie auskommen können. Vielleicht sollte ich mal etwas Energieschonenderes einsetzen. Gauss-Energie, meine ich natürlich. Die möchte ich schonen. Ja, genau, jetzt bräuchte ich mal einen Marker. Hoffentlich lässt er mich das mal kurz machen. Nicht zurückgucken. Irgendwas ist gerade explodiert, das macht mir Angst. Ich weiß nicht, der wievielte das ist. Das ist bestimmt der 7. Habe ich Schaden genommen? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einen neuen Stand. 10-7. Dibbam. Gut, wo ist er denn jetzt? Genau in dem Moment kommt er. Mal gucken, ob ich das jetzt noch retten kann. Eigentlich müsste ich ihn erwischt haben. Wer ist das denn jetzt? Wo kommen sie denn her? Sie sind aber auch gar nicht eingeladen worden. Irgendwie bin ich erwischt worden, aber egal, ich habe mehr Schild als vorher. Das reicht mir. Es gab schon lange keine Unsichtbarkeit mehr. Die hätte ich mal ganz schön nötig. Ah, der Lavafall kommt erst da. Vielleicht. Nee, ich muss durch ihn durch. Darf ich speichern? Ja, danke. Ah, das war jetzt schon fast ein Fehler wieder. Es war sogar ein Fehler, aber ich nehme das Schild einfach mit und dann ist mir alles wieder relativ. Was kommt denn da staunend raus? Ich will doch nur hier ganz vorsichtig, unauffällig durch. Müsst euch doch nicht gleich angegriffen fühlen. Ja, komm, wir speichern. Jetzt muss ich ja durch. Oh, noch besser als Unsichtbarkeit. Wofür könnte ich das benötigen? Für den Lavafall natürlich. Um da keinen Schaden nehmen zu müssen. Ich folge dem da mal. Der weiß schon, wo es lang geht. Genau hierfür ist das wahrscheinlich gedacht. Ui, was geht denn hier ab mit euch? Oh, da ist Unsichtbarkeit. Sieht schon fast so aus wie ein Bossraum. Aber es ist gar nicht mal so viel los. Hat sich das jetzt gelohnt, die Unverwundbarkeit? Nicht wirklich. Aber vielleicht kann ich die ja gleich nochmal neu laden. Jetzt stirb halt mal. So, nicht so zaghaft. Gucken wir mal um die Ecke. Ohne Leiter. Das ist ja mal der erste Hinweis auf menschliches Leben hier drin. Vielleicht sind diese Minen ja doch von Menschen gebaut worden. Ich habe die Story eh nicht begriffen. Wurde vielleicht schon mal gesagt. Gut, wir speichern mal hier. 10-8. 10-8. Genau. Level 10. Es dauert noch ein Weilchen leider. Oh, da ist ein Energiecenter. Hallo. Ich habe zwar gerade eh nicht so viel Zeit, aber wenn, dann nehme ich das Center auf. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst aufnehmen sollte. Gibt es irgendwelche offenen Projekte sonst noch? Bestimmt. Tomb Raider, Command Conquer. Krams. Aber nie zu viel, finde ich. Dafür umso länger aufgenommen. Jetzt will er nicht mehr. Können wir das ein bisschen austricksen? Oh, der arme Flash. Das arme Fleisch, das Fliegende. So.
Das lief doch ganz passabel. Warum brauchen wir jetzt hier ein Energy Center direkt vorm blauen Schlüssel? Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Hat mir, glaube ich, nicht mal was gebracht, weil ich schon über 100 hatte. Aber das heißt ja noch nichts für die Zukunft. Ja, schöner Raum. Aber jetzt kommen bestimmt die Massen auf mich zugestürzt. Nicht? Wann hat man zuletzt so einen schlecht beschützten blauen Schlüssel gesehen? Kann ich mich nicht erinnern. Ich frage mich echt, wie ich das Secret-Level später finden soll. Das ist wieder so dumm versteckt, wo man gar nicht drauf kommen kann. Wahrscheinlich. Ich baller mal ein bisschen rum. Und dann sucht man das ganze Level ab und am Ende ist es ganz offensichtlich versteckt. Und man hätte die ganze Zeit gar nicht suchen müssen. Man hätte es sowieso gefunden. Das ist dann auch immer so die Frage, was ist jetzt strategisch klug? Womit erreicht man am meisten Effizienz? Gut, den gelben Schlüssel würde ich jetzt ganz gerne haben. Wo geht's denn lang? Wo will er hin? Hat er es mir gesagt? Er geht hier lang. Ob das so klug ist, ihm zu vertrauen? Manchmal ja, manchmal nein. So ein doppelzüngiger Roboter. Manchmal bringt er mich zum Schlüssel, manchmal direkt in die gegnerischen Hände. Hallo, des Feindes. Könnte doch irgendwas sein hier, oder? Es sieht so offensichtlich aus, dass da einfach nichts sein kann. Wir sind ja nicht mehr in Descent 1. Was war das für ein Geräusch eigentlich? Ich habe irgendwas gehört. Oh, er war's. Er da. Irgendwie war das ein Spawner? Der hat einfach die Tür aufgemacht. Das war jetzt aber nicht meine Absicht. Hör auf damit. Ja, der hält mich wieder aus. Oh, das ist... Der erschreckt mich, weil er so komisch aussieht. Wie so ein toter Roboter. Ein lebender Toter. Wie heißen die? Totende Lebende. Irgendwie sowas. Gut. Jetzt wollen wir das wieder nicht anfangen, so oft zu laden. Einfach mal draufschießen und gewinnen. Wir gewinnen dieses Spiel. Das bedeutet uns doch gar so viel. Das ist 5. Und er bleibt offen. Sehr schön. Das habe ich inzwischen gut analysiert, wie man Türen offen hält. Hallo. War das noch ein Unsichtbarer? War es einer? Der mit dem Stein 1 wurde. Erstmal bringe ich dich um. Nicht ganz, aber fast. Ein wenig dürfte ich ihn geärgert haben. Schon wieder ein wenig. Oh, dich habe ich gesucht. Ich krieg die einfach nicht klein. Stirb mal. Oh, da sind ein paar. Ja, okay. Das ist nicht schön. Wo kann ich denn da ausweichen? Das ist immer so doof, wenn man nicht ausweichen kann. Vielleicht lege ich da einfach mal ein paar Bomben hin. Könnte auch schon helfen. Ah, schießt mir immer die Bomben nicht kaputt. Huch, da war ein Lavafall. Im Nacken hat er sich angeschlichen. Der Lava. Apropos, da konnte man durch. Oh, hallo. Ich hab's... Ja, wie geil. Das war gar nicht mal so schwer. Das war ganz unerwartet. Dann mache ich hier mal einen Marker hin, würde ich sagen. Damit ich es auch mal wiederfinde. Ja toll, die lassen mich gar nicht. Dann halt nett. Oh, ich liebe dieses Lied. Diese Version dieses Liedes. So rum. So, mal gucken, ob euch das schmeckt. Ich kann nicht zu weit zurückfliegen, leider. Ich muss das jetzt ausstehen. Ausfliegen. Aussitzen. Ja, die kommen nicht. Jetzt wollen sie nicht mehr. Put, put, put. Irreguläres Werk. Hätte mal wieder Bock, eine Sprache zu lernen. Ich
kann zwar nicht mal Englisch richtig, aber immer so ein bisschen, damit man um Hilfe rufen kann. Ja, das hat sich gelohnt. Help, help. Hallo. Jetzt kommt's direkt. Was soll das? Wie soll man dem denn ausweichen ordentlich? Jetzt speichern wir mal neu. Genau. Ich würde ja einfach nur gern erstmal hier einen Marker machen. Darf ich das? War bestimmt so geplant von den Machern, dass man das so überraschend findet. Konnte man da nicht einen Namen eingeben? Egal, 0. Marker 3-0. Aha. Secret. Wollte ich auch nicht haben. Secret Level. So rum. Jetzt habe ich da irgendwie 3 Marker. Ne? Dreifach hält besser. Das verwirrt den Gegner, wenn diese Lichteffekte auf ihn einprasseln. Davon ist auszugehen. So, hallo. Wer ist denn jetzt noch da hier? Bestimmt kaum noch einer. Auf jeden Fall darf ich mich endlich mal hier ein bisschen umgucken. Schön. Oh, ja, da bin ich auf dem Desktop. Das musste irgendwann passieren. Aber ich hoffe, es passiert nicht noch einmal. Bin auch schon direkt wieder hier. Ja, komm. Der hält eine Menge aus. Das muss man ihm lassen. Aber solange sie mir Shield geben, gehe ich immer mit einem Plus raus aus diesen Kämpfen. Ich schieße irgendwie voll schräg. Da kann man ja nicht treffen. Und die vermehren sich auch unendlich vielfach. So, jetzt reicht mir aber. Jetzt kommen Raketen. Ja, die treffen auch so gut. Moment, wie viel Shield habe ich? Der lebt noch. Der sieht übrigens schon sehr originell aus, der Roboter, muss ich hier feststellen. Oh, was ist denn da noch alles? Aber eine Menge Shield jetzt ist hier. Ich glaube, damit kann ich leben. 10, 10. 10 ziehen. Zähne ziehen. So. 89 Shield, ja, das ist. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das kann man so hinnehmen. Und noch mehr Shield. Ich bin mit 49 oder so gestartet heute in diesem Video. Das verspricht, ein erfolgreiches Video zu werden. Ein erfolgreicher Tag sowieso. Hör auf, mich zu bedrängen. Dränge mich nicht. Herr Flash. Oh, Gefangene, oder? Nee, gar nicht wahr. Irgendwas anderes. Das ist irgendeine Waffe. Shield. Shield und eine Waffe hinten dran. Umgekehrt. Eine Waffe und ein Shield hinten dran. Ein Heizofen. Auf 180 Grad vorgeheizt. Gut. Aber ohne Umluft. Das wird ziemlich warm. Ja, ihr könnt einfach speichern. Die sind alle schon zu mir gedrängt. Jetzt gibt es keine Gegner mehr hier. Hauptsache keine Spawner. Sieht schön aus. Oder zumindest mal neu. Und ein Schalter. Was macht dieser denn? What makes this button do? Door unlocked. Sieht erschreckend bekannt aus. Hallo. Wir können mal gucken, was es hier so gibt. Noch ein Energy Center. Jetzt übertreiben sie es aber ordentlich. Vielleicht haben sie gemerkt, das ist dumm, wenn man immer dahin zurückfliegen muss. Bei so einem großen Level. Und also an jeder Ecke ein Energy Center. Könnte da Abhilfe schaffen. Wer hat denn jetzt geschossen? Und wo könnte ich hier noch hin? Ah. Nee, da komme ich her. Sonst wäre da kein Marker. Yeah. Diese erzwungenen Reihen, wir sind am schlimmsten. Oh, hallo. Dich kenne ich doch. Dich kannte ich. Jetzt schießt immer noch jemand. Wie komme ich denn dahin? Von der anderen Seite. Oh, nur mega. Das wäre voll mega. Immer noch. Oh, hallo. Noch so einer. Nervt mich doch nicht. So. Jetzt ist das ganze schöne Licht aus. Heide Witzke. Wo sind wir denn hier? Gelbe Tür, dann sind wir gar nicht mal so schlecht unterwegs. Die gelbe Tür ist das nächste Ziel.
Ganz offensichtlich. Aber müsste die da nicht eigentlich in der blauen Tür drin sein? Da ist nur ein Spawner, warum sollte ich da überhaupt hin? Und das führt mich nur in einen Bereich, in dem ich offenbar schon mal war. Nehmen wir es als optionale Abkürzung hin, gegeben, und ignorieren es fortan. Und fliegen hier weiter entlang. Wenn das der richtige Weg denn war, war es nicht. Dann nehmen wir eben den anderen. Nee, da kam ich her, das weiß ich. Irgendwo war noch der richtige Weg. Hier war er. Da ist nämlich eine Tür, die man kaum sieht. Dann speichern wir mal hier. Jetzt hat es schon hier geflackert. Wegen seiner Flare auf der anderen Seite der Tür. Interessant. Ich habe nur noch eine Konkursionsrakete. Jetzt habe ich keine mehr. Aber noch andere Raketen, die helfen auch ganz gut. Hehe. Habe ich jetzt Schaden genommen? Übel. Die haben auch Mercurys. Oh nein, wir sind gleichgestellt. Die sind zu langsam, die Raketen. Für den Gegner. Man muss ja immer schon ein Stück vorne dran schießen. Ich sehe gar nichts mehr. Und dann wechselt er die Richtung und ich bin total munitionslos. Na gut. Restoren wir. Ich wollte das sowieso nochmal machen, weil der Typ mich aufgeregt hat. Ach, der da von links nämlich kommt. Wo bin ich? Ach so, ja. Ah, der nervt. Bei dem brauche ich Gauss, glaube ich. Der hat nämlich auch Gauss. Ja, da habe ich weniger Schaden jetzt genommen. Ein bisschen. Dann hier weiter. Dich mal überraschen. Der lebt noch. Er hat eine Knarre. Hilfe. Einfach mal sterben. Ich sollte viel auf der Raketen benutzen. Es gibt so viele. Die erleichtern einem doch erheblich das Leben. Vor allem gibt es hier überall. Da hatte ich irgendwelche Flashs rumliegen. Und die kann ich nicht mehr einsammeln. Weil ich sie so selten nutze. Gut. Gelbe Tür. So finden wir uns endlich. Eine Smart Missile. Uah. Nicht nett. Der kam aber von oben. Ja, erstmal auf den bösen Guided schießen. Vielleicht hilft das ja. Das verwirrt den Gegner. Gerade war er noch da. Er kommt nicht durch mit seinen fetten Raketen. Aber ich mit meinem hauchdünnen Laser. Voll Laser, wie ich abgehe. Ich finde diesen Ausdruck voll witzig. Ich brauche keine Raketen. Nur das Shield würde ich mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob es irgendeinen Unterschied macht, wie man die Gegner tötet. Ob sie irgendwas fallen lassen an Items. Das habe ich mich selten bis nie gefragt. Ich glaube, das ist immer nur zufallsabhängig. Hallo. Flieg doch mal nach unten raus. Oh, nee, du bist unschön. Wieso kann ich nicht ausweichen? Ach so, weil ich gegen den Boden geflogen bin. Die Dinger mag ich gar nicht mit ihren Explosionsradien. Der Plural von Radius ist Radien, oder? Hätte ich schon gesagt. Ist da irgendwas rausgekommen? Please not. Tu mir das nicht an. Schönes Erpan. Nehmen wir diesen. Diesen Riesen. Aber sehr chillig geworden, dieses Spiel. Ich hatte schon immer mehr Stress. Aber wenn man einfach mal ordentlich spielt, dann ist das ganz ruhig. Und sowieso nicht so schwer, seit ich dem ich auf Ace spiele. Ja, dann weiche ich halt nach oben aus. Hier gibt es so viele Energy Center, das macht mir doch nichts. Ah, da kommen aber welche raus jetzt.
ganz schnell hier sind. Die stärker sind als ihre Mama. Kann ich irgendeine Rakete reinpfeffern? Nicht eine, die ich irgendwie verschwenden wollte. Ja, scheiß drauf. Da war noch irgendwas, ich weiß. Oh, ein gelber Schlüssel. Ganz zufällig hängt er da rum. Ich glaube nicht, haben gerechnet. Echt nicht. Geht wieder ordentlich schnell voran heute. Nerv mich nicht, du Scheißding. Ich krieg den aber nicht klein. Du bist schon zu klein. Was ich jetzt an Schaden genommen habe. Ist ja nicht mehr feierlich. Und noch eine. Das ist jetzt irgendein anderes Vieh. Gut, zum Glück habe ich nicht gespeichert. Kann ich das nochmal ein bisschen schöner machen? Oh, der ist tot. Das läuft gut. Da steht jetzt unter einem guten Stern. So. Hallo. Wo sind Sie? Herr Pipifatz. Es sind auf jeden Fall noch Viecher hier. Das ist uns allen bewusst. Also zeige er sich. Boah, der hat sich aber gut versteckt. So, dann machen wir das so. Und dann heimlich. Bitte keine Gauss notwendig machen. Oh, wer bist du denn? Mit dir habe ich jetzt nicht geredet. In dem Moment natürlich, der Kleine hat es versaut. Na gut, ist okay. Über 100 Shield. Das ist doch erträglich. Geht der Scheiß vorne an. Unter Garantie. Hier könnte ja auch überall was sein, aber ich glaube nicht. Aber wir speichern mal neu. Wir wissen genau, dass jetzt was irgendwas sehr Unangenehmes passiert. Ja, das war uns allen klar. Keine Ahnung, ob die vom Spawner kommen oder von sonst irgendwas. Aber sie müssen sterben. Kann ich die nicht in die Lava reinschubsen oder sowas? Shield, Shield, Shield. Einfach mal sterben, wie wär's? Da ist noch ein Shield. Au, ist das heiß. Da brennt der Hintern. Gut, was haben wir hier noch? Was hat sich dann irgendwie gelohnt? Das war nur irgendwie eine You cannot open this door wahrscheinlich. Wo ist dieser blöde Spawner? Da ist er. Oh, er geht gerade los. In der Citadel Station. Nochmal schön an der Nase kratzen. Und dann bereit sein. Speichern. Immer nur in der Mitte, okay. Die Kleinen sind aber nicht schön. Ja, die Spreadfeuer bestellen. Ich wollte eigentlich die Helix. Habe ich die noch nicht? Moment, wo ist denn das? Die Helix. Da ist die Helix. Auf der 3. Kann ich das irgendwie schnell genug schaffen? Ja, ich habe schon ordentlich Zeit gelassen, aber es reicht. Die schießt nämlich schön schnell, die Helix. Und sehr streuend. Für das meiste sollte das ausreichen. Mann, ist schon wieder so ein Vieh. Das war weit genug weg, schön. Ich habe keine Energie mehr. Wie ist das denn jetzt passiert? Na gut, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Ich dachte mir, hier ist ja sowieso überall ein Energy Center. Dann ist mir das ja schnuppe. Die Frage ist, wann der wieder triggert. Und die Frage ist, wo ist das nächste Energy Center? Wieder über 100 Shield, also damit kann ich echt immer leben. Energy Center, da waren überall welche und da unten ist eins. Da sind auch noch Gefangene, die ich irgendwie noch befreien wollen würde, theoretisch. Auf jeden Fall muss ich da erstmal hin jetzt, weil ich keine Energy mehr habe. Find Energy Center, please. Nicht dadurch, oder? Ist da eins in der Nähe? So schlecht wäre. Oder ist direkt eins? Ja, gut, dann gehe ich hier durch. Solange wird die Gauss noch ausreichen. Kann ich mit leben. Bevor ich jetzt den ganzen Weg zurückfliege. Auch wenn der Weg gar nicht so lange ist. Gut, wir fliegen einfach weiter. Ich kann nicht mal. Doch, Flares kann ich noch verwenden. Jetzt haben die merkwürdigerweise keinen Energieverbrauch mehr. Wie schwach die Gauss ist, weil ich die Rücken habe.
Ich hab mich gerade schon gewundert ein bisschen. Kann doch nicht sein. Wer benutzt denn jetzt noch die Vulcan, wenn er die Gauss hat? Jemand, der Munition sparen will oder so. Ob man das wirklich tut, ist die andere Frage. Bum, 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 bum. Klingt doch viel schöner. Das ist der Unterschied zwischen Gauss und Vulcan. Bum, 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 bum. Tot. Ah, da ist noch was. Da ist noch was. Die sind aber gut getarnt. Hinter der Wand. Nehmen wir mit. Hoch. Flair wollte ich abschießen. Da, gehen wir nicht auf die Wecker. Auf die Wecker, genau. Auf die Senkel. Da, durch. Genau dicht wollte ich haben. Die muss ich ja nur streifen, dann sind sie tot. So wenig halten sie aus. Immer antippen, die Maustaste. Genügt vollkommen. Noch jemand da? Ich glaube, jetzt ist hier frei. Alter, gehst du weg? Sekunde mal, der nervt mich aber jetzt tierisch. 7 war das, oder? Verpiss dich und schieß mich nicht kaputt, du. Ich geh gleich voll auf dich los. Wie der mich einfach mal aufregt. Oh nein, da geht. Da ist was losgegangen. Das ist scheiße. Hätte ich das gerade verhindern können, wenn ich da nicht über die Türschwelle gegangen wäre. Aber ich wollte eigentlich so gerne da einen Marker setzen. Muss man dann halt mal nochmal mit der Gauss machen. Werde ich auch überleben. Ich nehme ja gar keinen Schaden. Nur Schaden in meiner Munitionstasche leider. Die haben aber kaum Schild gegeben dieses Mal. Enttäuschend. Gut. Können wir jetzt bitte hier einen Marker setzen? Passt. Erstmal auftanken, bitte. Endlich. Wozu hat man denn einen Quad Laser 6? Ich bin ja schon ordentlich weit gekommen. Beim nächsten Mal, würde ich einfach sagen, geht's weiter. Dann befreien wir die Gefangenen, holen den roten Schlüssel. Und gehen dann ins Secret Level. Und von diesem Level den Reaktor, den es wahrscheinlich gibt. Das ist ja nur eine Sache von Sekunden dann noch. Das machen wir dann irgendwann danach. Also bis dahin, danke fürs Zusehen und einen schönen Tag noch.